Herr Oberbürgermeister, Sie sind heute persönlich hier vor Ort. Warum? Weil es darum geht, ein klares Zeichen zu setzen. Wir sind eine Stadt mit einer großen Tradition in Richtung Beiträge zur Freiheit, Toleranz, zu einem friedlichen Zusammenleben. Gegen all diese Werte steht die NPD. Ich sehe das auch als klare Provokation, weil man weiß, dass diese Stadt entsprechend positioniert ist. Und insofern geht es darum, auch deutlich zu machen, dass die Stadtgesellschaft diesen Tendenzen weiter entschieden entgegensetzt. Okay. Warum kommt Ihrer Meinung nach die NPD ausgerechnet nach Mannheim? Ich glaube, sie hat hier keine große Basis. Sie stößt hier eigentlich regelmäßig auf den klaren Widerstand. Es geht ihr wahrscheinlich darum, tatsächlich auch zu provozieren. Okay. Die Stadt hat ja versucht, die Demonstration zu verhindern, ist vor dem Verwaltungsgericht und dem Verwaltungsgerichtshof gescheitert. Wie ist das zu bewerten? Das muss man sehen, dass natürlich mit gutem Grund das Versammlungsrecht ein ganz hohes Gut ist und entsprechend geschützt ist. Wir waren der Auffassung, dass wir genügend Anzeichen haben für ein Verbot, dass hier eben Straftaten begangen werden in Richtung Volksverhetzung. Die Gerichte sind zum Ergebnis gekommen, dass diese Anzeichen ihnen nicht gewichtig genug erscheinen und haben deswegen eben die Demonstration zugelassen und das müssen wir natürlich als Behörde akzeptieren. Okay. Es soll fast 2 Dutzend Gegenveranstaltungen geben. Ist das ein zufriedenstellendes Ergebnis? Hätte man sich mehr wünschen können oder ist es gut, wie die Bürger sich hier gegen Rechtsradikale mobilisieren? Nein, ich habe ja viele Reaktionen auch in den letzten Tagen erfahren von Menschen, die ihre Sorge ausgedrückt haben, die gefragt haben, wo können sie sich engagieren, wie können sie sich engagieren. Natürlich immer wieder Frage auf der Sorge, dann kommt man möglicherweise in gewalttätige Auseinandersetzungen rein. Aber die Reaktion hat gezeigt, dass tatsächlich viele da eine klare Position haben, sich auch zeigen wollen. Und das finde ich doch eine sehr erfreuliche, gute Reaktion.